willkommen zum Dezember-Vlog und es ist eigentlich schon voll Mitte Dezember und ich bin echt einfach nicht gut darin, jede Woche so ein Video aufzunehmen. Aber ich fasse euch jetzt trotzdem mal zusammen, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, denn so viel ist es, glaube ich, gar nicht. Anfang Dezember waren wir komplett lost, was wir eigentlich zu Weihnachten machen wollen. Und dann war irgendwie auf einmal schon direkt Dezember und wir waren so, Weihnachten steht vor der Tür. Was wollen wir eigentlich machen? Wir haben uns noch gerade so rechtzeitig Adventskalender bestellt. Die sind wirklich am 1. Dezember angekommen. Also wir konnten rechtzeitig das erste Türchen aufmachen. Aber es war wirklich so eine spontane Aktion von, da ist ja Dezember und Adventszeit und so. Der eine ist ein ganz normaler Schoko-Adventskalender. Und die anderen beiden sind einmal ein Tee-Adventskalender, also wo jeden Tag so ein Tee drin ist. Und was ich aber ziemlich cool finde, ist dann dieser Adventskalender. Das ist ein kleiner Weihnachtsbaum, wo man jeden Tag einen kleinen Schmuck für den Weihnachtsbaum drin hat. Und das fand ich ganz cool, weil es gleichzeitig ein bisschen Weihnachtsdeko ist und ein Adventskalender. Und es dadurch irgendwie so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufbaut. Und das hat tatsächlich sehr geholfen, irgendwie dann noch zu merken, ah krass, es ist schon Dezember und Weihnachten ist nicht mehr weit. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, an Heiligabend selbst gar nicht so viel zu planen. Damit wir aber ein bisschen Weihnachtsstimmung haben, haben wir uns entschieden, einen Weihnachtskuchen vorzubestellen. Und wirklich komplett zufälliger, glücklicherweise haben wir einen Laden gefunden, wo es vegane Weihnachtskuchen gibt. Es hätte sogar vegane, glutenfreie Weihnachtskuchen gegeben. Und das ist wirklich eine richtige Seltenheit in Tokio. Deswegen war ich super erstaunt. Ich packe euch mal einen Link zu der Bäckerei unten in die Videobeschreibung, weil die generell sehr viele vegane und glutenfreie Sachen haben. Aber auch ganz, ich sag mal, normale Sachen, die halt nur ein bisschen mehr so organic und so in die Richtung sind. Abseits von Weihnachten waren wir die letzten Wochen weiterhin sehr viel in Tokio unterwegs und dieses Mal nicht so viel, um Dinge zu unternehmen, so wie jetzt Ende November, sondern vor allen Dingen, um zu shoppen, weil es super viele Dinge gab, die wir halt aussortiert haben in Deutschland, die wir jetzt noch kaufen mussten. Also gerade an Kleidung und Schuhe und sowas, da haben wir echt ja nur das Minimum mitgenommen, was sich halt auch wirklich gelohnt hat mitzunehmen. Ich hatte zum Beispiel einen Wintermantel, der war mehr als ausgetragen. Also den habe ich schon 3 oder 4 Jahre lang jetzt gehabt und der ging einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, den nehme ich nicht mit und ich kaufe mir dann hier einen. Und da es jetzt die letzten Wochen auch echt kalt geworden ist, musste ich mir jetzt auch irgendwie einkaufen und war damit ganz schön lange beschäftigt, einen zu finden. Dann habe ich jetzt endlich angefangen, ein Reisetagebuch zu machen, wo ich jetzt so ein bisschen so die letzten anderthalb, mittlerweile fast 2 Monate noch nachholen muss, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Ich habe mir jetzt einfach ein relativ simples Notizbuch gekauft, wo ich dann eben einfach individuell selber so mein Reisetagebuch reinmache. Und ich habe mir auch einen Mini-Drucker gekauft, mit dem ich Fotos drucken kann. Das wollte ich auch schon so lange irgendwie mir mal zulegen. Und jetzt habe ich das halt einfach mal gemacht. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig toll. Es macht so viel Spaß, damit ein Reisetagebuch zu machen. Dann war ich einen Tag noch in Kofu, sozusagen meine alte Heimat hier in Japan. Also das ist der Ort, wo ich ein Jahr lang gewohnt habe, während ich hier mein Auslandsstudium gemacht habe. Und dort habe ich eine alte Freundin wieder getroffen. Und ich war auch an meiner alten Uni und habe ganz viele von meinen alten Lehrern und von den Mitarbeitern dort wieder getroffen. Und das war auch sehr witzig irgendwie, die Leute alle wiederzusehen. Eigentlich wollte ich an dem Tag auch meine alte Teezeremonielehrerin wieder treffen, aber der Teezeremonieclub musste an dem Tag leider spontan abgesagt werden. Deswegen konnte ich das nicht machen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ihre Kontaktdaten, damit ich mich mit ihm austauschen kann. Und vielleicht kann ich mal bei ihr zu Hause in ihrem Teezeremonie-Unterrichtsraum vorbeikommen. Das muss ich mal schauen, jetzt vielleicht dann im Januar, im neuen Jahr. Und apropos Teezeremonie, ich habe auch einen Brief an das Haupthaus der Mutesenke-Schule geschrieben. Ich möchte hier ja auch mit der Teezeremonie weitermachen. Und man kann so ein Formular ausfüllen, wo man sagt, ich wohne hier
Und ich möchte gern einen Teezeremonielehrer oder eine Lehrerin finden, die bei mir in der Nähe sind. Ich hätte an den und den Wochentagen um die und die Uhrzeit Zeit. Und idealerweise könnte das auch an der und der Line sein oder sowas. Also man kann wirklich super viel angeben, was man für Wünsche hat, wo man gerne zur Teezeremonie hingehen möchte. Und die kontaktieren einen dann und schlagen einen die besten Lehrer in der Umgebung vor, die zu meinen Anforderungen passen. Und das fand ich super krass, weil das bin ich aus Deutschland natürlich gar nicht gewohnt. In Deutschland gibt es eine einzige Montessenke-Lehrerin und ich hatte sehr viel Glück, dass sie in dem Ort gewohnt hat, wo ich auch gewohnt habe. Das war so viel Zufall. Und hier kann ich mir gefühlt aus 3 Lehrern oder so am Ende wahrscheinlich was aussuchen. I don't know. Es war ein bisschen überwältigend, hat mich super gefreut. Und eine Sache, die wir auch noch gemacht haben, wovon ich eigentlich ein Video machen wollte, aber es hat sich nicht so ganz gelohnt, das war ein Besuch beim veganen Weihnachtsmarkt. Und ich bin sehr überrascht, dass es sowas hier gibt. Es gibt generell in Tokio einen veganen Markt, den es immer mal wieder gibt. Und heute, weil es Dezember ist, ist es ein veganer Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, wie viel Weihnachten es wirklich ist, aber es ist auf jeden Fall vegan. Und das schauen wir uns heute zusammen an. Und es gab sogar Glühwein, also es war schon ganz nett. Ich fand es nur ein bisschen klein und ein bisschen voll, aber das gehört ja auch irgendwie zum Weihnachtsmarkt dazu, dass es voll ist. Deswegen irgendwie war es schon dadurch authentischer, als ich gedacht hätte. Aber gleichzeitig war es einfach zum Filmen, hat es nicht so viel hergegeben. Und eine Sache, die wir ja auch noch gemacht haben in den letzten Wochen, ist eine Reise planen. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt, wir planen jetzt nur eine Reise nach Hiroshima. Und es geht tatsächlich schon morgen los, deswegen wollte ich jetzt unbedingt nochmal die erste Aufnahme für den Monatsvlog vorher irgendwie hinkriegen. Zu der Reise wird es ein paar extra Videos geben, sowohl auf meinem Kanal als auch auf dem Kanal von Max wahrscheinlich. Wir sind jetzt an der Tokyo Station und haben hier unsere Shinkansen-Tickets. Und weil wir ein bisschen verwirrt waren, wie man die benutzt, dachte ich, erkläre ich das einmal kurz. Für eine Richtung haben wir einmal das Ticket, das sagt, wo wir hinfahren und dann noch ein Ticket, das halt sagt, von wo bis wo wir unseren Sitzplatz reserviert haben, beziehungsweise haben wir ein Unreserved Seat Ticket, weil das ein bisschen günstiger ist. Aber wir haben uns jetzt gefragt, wie man das Ganze benutzt, denn es gibt einmal dieses JR-Gate und dann gibt es drin nochmal ein Shinkansen-Gate. Und tatsächlich ist es so, dass man an dem JR-Gate nur dieses obere Ticket nutzt. Das sagt sozusagen von wo nach wo man fährt und das Reserved Seat Ticket braucht man dann erst, wenn man durch das Shinkansen-Gate geht. Da muss man dann aber beide Tickets zusammen reinmachen und ganz wichtig ist, immer alle Tickets mitnehmen, egal wo man wie durch irgendein Gate geht. So sehen die Tickets dann übrigens aus, wenn man richtig durch die Gates gegangen ist. Also beide haben ein Loch und auf dem Ticket, was nicht das Seat Ticket ist, sondern halt das generelle Ticket, da steht auch eine Uhrzeit drauf, wann man durchgegangen ist.
davon, dass ich noch nie einen Rail Pass hatte. Lohnt es sich aber umso mehr, heute sozusagen mit diesem Katz unterwegs zu sein, weil wenn man mit diesem Zug fahren möchte, dann muss man den so oder so bezahlen. Ich glaube, er ist explizit schnell und deswegen darf man ihn nicht fahren. Aber wie gesagt, ich habe keine JRL-Pass-Erfahrung. Ich muss aber sagen, dass es echt erstaunlich ist, wie a. schnell man unterwegs ist und b. wie komfortabel man unterwegs ist. Das hätte ich echt nicht erwartet. Also eigentlich schon, aber es überrascht mich trotzdem. Es war natürlich jetzt nicht unbedingt günstig, mit dem Shinkansen runter Richtung Hiroshima zu fahren. Aber wir sind jetzt insgesamt wirklich von Tür zu Tür, also mit der Weg zur Tokyo Station und mit dem Weg, den wir gleich noch 20 Minuten mit einem Lokalzug fahren müssen, sind wir insgesamt, glaube ich, keine 5 Stunden unterwegs. Also wirklich 4 Stunden und ein bisschen. Das ist total verrückt, wenn man das überlegt, dass wir einfach dann in Onomichi sind, also fast bei Hiroshima. Das ist wirklich ein bisschen wild. Also ja, man muss schon sagen, wenn man Dinge betrachtet wie Klimabilanz beim Reisen und den Komfort und die Zeit, die man spart oder eben nicht und halt den Preis, wenn man das alles zusammen betrachtet, dann ist der Shinkansen zwar teuer, aber immer noch die beste Option, um zu reisen, finde ich persönlich. Hallo. Hallo. Ich kann hier nicht umdrehen, verdammt, ich dachte, ich kann die Kamera umdrehen. So. Hallo. Schöne Aussicht. Wir sind jetzt in Fukuyama ausgestiegen und aus dem Shinkansen-Gate raus haben wir wieder 2 Tickets reingesteckt und nur ein Ticket wieder rausbekommen. Also das Unreserved Seat Ticket ist drin geblieben und hier ist jetzt ein zweiter Stempel drauf, wo drauf steht, wann wir wieder rausgegangen sind. Und das Interessante ist, mit diesem Ticket können wir jetzt weiterfahren bis nach Onomichi, weil das halt ein Roundtrip-Ticket bis nach Hiroshima eigentlich ist. Also wir können jetzt einfach sozusagen mit dem Preis, den wir schon bezahlt haben, hier drauf weiter mit den lokalen Zügen fahren. Und das war uns nicht ganz bewusst, deswegen sage ich das gerade so explizit dazu. Und das finde ich halt ziemlich gut, weil wir schon damit gerechnet hatten, dass wir uns jetzt noch ein Local Train Ticket kaufen müssen. Aber das ist einfach super praktisch. Wir fahren jetzt übrigens weiter nach Hiroshima und wir können immer noch mit diesem Ticket weiter nach Hiroshima fahren, obwohl es schon nicht mehr der gleiche Tag ist. Also das Ticket gilt halt vom 14., wo wir losgefahren sind, bis zum 25. Und man kann halt auf dieser Strecke alle Locals fahren oder halt nochmal den Shinkansen reservieren, wenn man das möchte. Und man muss da halt nicht nochmal extra zahlen oder so. Also das ist wirklich grandios. Ich bin sehr überrascht. Wir haben gerade unseren Weihnachtskuchen abgeholt und ich dachte, wir gucken ihn uns jetzt einmal an. Wir werden ihn aber nicht rausholen, weil wir ihn nochmal einfrieren bis morgen. So. Ganz umweltbewusst von dem Laden haben sie uns übrigens direkt gefragt, ob wir eine eigene Tüte dabei haben und uns nicht direkt eine Tüte gegeben. So, und dann ist wahrscheinlich am sinnvollsten, den von hier zu öffnen. Wow! Tada! Was auch immer da. Das hier ist ein Kühlschrank tatsächlich. Ah, der sieht echt cool aus. Ah, das ist jetzt hinten. Das ist jetzt hinten, ja. Aber ist doch gut, dann ist es noch nicht so ganz gespoilert. Ja, das ist jetzt hinten. Mann, unser Gefrierfach ist mal voll.
Mehr oder weniger. Heute ist tatsächlich Heiligabend und wir haben für heute uns eigentlich nicht viel vorgenommen, weil wir uns gedacht haben, egal wo man heute hingeht, ist es wahrscheinlich unglaublich voll. Als Vorbereitung für heute haben wir uns einen Christmas Cake bestellt. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich den Kuchen gestern nochmal eingefroren habe, weil ich dachte, dann hätte er sich besser bis heute, aber er ist ein bisschen durchgeweicht. Ich hoffe, dass tut ihm nicht irgendwie zu sehr weh. Ich denke, er wird trotzdem lecker sein. Er ist vielleicht nicht mehr 100% so hübsch, wie er gestern war, als wir ihn abgeholt haben, aber wahrscheinlich schon 99% immer noch hübsch. Insgesamt gestalten wir den Tag aber heute super entspannt. Deswegen haben wir den Kuchen auch gestern abgeholt, weil wir jetzt nicht heute nochmal groß unterwegs sein wollten. Heute früh waren wir nochmal kurz ein bisschen einkaufen und spazieren, haben noch ein paar Kleinigkeiten besorgt. Und abseits davon haben wir etwas Kleines gegessen. Dann werden wir zum Kaffee trinken sozusagen uns diesen Kuchen gönnen. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Kuchen schaffen werden. Müssen wir mal gucken. Er ist nicht groß, aber er ist auch nicht klein für zwei Leute. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich gegenseitig beschenken und danach noch ein bisschen was kochen und abends dann mit der Familie skypen, naja, nicht skypen, wie sagt man? FaceTime. Ja, wenn ich mit einem FaceTime. Videochatten? Was ist das Wort, das man benutzt heutzutage? I don't know. Wir werden auf jeden Fall einen Videocall mit unserer Familie machen und nebenbei dann essen und den Abend ein bisschen gemütlich ausklingen lassen. Noch nie so froh gewesen, dass wir drei Herdplatten in unserer Wohnung haben. Um trotzdem ein bisschen die Weihnachtsstimmung in Tokio mitzunehmen, waren wir vorgestern schon mal auf dem Weihnachtsmarkt. Witzigerweise war das der Weihnachtsmarkt in Roppongi, der angeblich so aussieht wie der Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Das ist uns jetzt nicht direkt aufgefallen, aber es war auf jeden Fall schon sehr deutsch dort auf dem Weihnachtsmarkt. Aber man muss unglaublich lange anstehen. Also wir standen, glaube ich, 40 Minuten oder sowas für einen Glühwein an. Mehr haben wir uns gar nicht gegönnt, weil das Essen war uns zu überteuert. Wir haben vorher woanders was gegessen. Witzigerweise haben wir aber, während wir dort gewartet haben, in der Schlange, uns mit zwei Japanern unterhalten. Hat sich ganz gut angeboten, wenn man da eh so ewig steht. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Ich glaube, heute würde ich da nicht hingehen wollen. Ja,
Und morgen gehen wir dann nochmal Richtung Skytree, beziehungsweise gehen noch auf den Skytree hoch, aber am Skytree draußen drumherum gibt es auch so einen kleinen Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, der ist am 25. nicht zu voll, weil der 25. ist hier, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen Primetime für Weihnachten. Aber wir haben gedacht, das nehmen wir einfach nochmal mit, diese beiden Weihnachtsmärkte. Und das war es dann eigentlich auch an Weihnachtsmärkten. Also in Hiroshima waren wir auch schon auf einem ganz kleinen deutschen Weihnachtsmarkt. Und ich glaube, das reicht mir persönlich eigentlich, um Weihnachtsstimmung mitzunehmen. Der Weihnachtsmarkt am Skytree war so unglaublich voll, dass wir da einfach nicht hingegangen sind. Also wir waren auf dem Skytree, da war es auch schon nicht gerade leer, aber es war noch okay. Aber als wir dann wieder unten waren und zum Weihnachtsmarkt rausgegangen sind, war es richtig wild. Also erstmal sind wir da angekommen und es war ein riesiger Platz, der voller Menschen war. Und dann war da gerade so eine Special Show, die da irgendwie alle halbe Stunde oder sowas lief und alle Leute haben das halt angeguckt und standen einfach erstmal nur da. Also wir halt erst auch, weil wir gar nicht so genau wussten, was hier gerade passiert. Wow, Lichter. War eigentlich ganz cool, die Show. Also das war schon ganz süß gemacht. Aber dann wollten wir uns halt umdrehen und zu den Ständen gehen, die hinter uns waren in dem Moment.
Und man hat einfach überhaupt nicht durchgeblickt, wo eine Schlange aufhört, wo eine Schlange anfängt, wo überhaupt irgendwer irgendwo ansteht. Die ganze Zeit haben sich nur Menschen aneinander vorbeigeschoben. Und also eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass hier sehr schnell Ellbogen ausgefahren werden. Aber in dieser Menschenmenge haben einige Menschen gedrängelt und wir hatten Ellenbogen irgendwie im Rücken und sonst was. Es war super wild, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen hier einfach nur schnellstmöglich weg von diesem Weihnachtsmarkt. Deswegen sind wir da dann nicht hingegangen und waren stattdessen indisch essen. Habe ich auch noch nicht an Weihnachten gemacht, aber indisch essen in Japan ist tatsächlich sehr gut. Am Silvester haben wir es übrigens ähnlich ruhig angehen lassen wie an Weihnachten. Also am letzten Tag des Jahres, an Silvester selbst, haben wir eigentlich nichts wirklich gemacht, also wie zu Weihnachten. Wir haben uns für abends halt Pizza vorbereitet, die wir selber belegt haben und dann in unserem super tollen Fischgrill irgendwie versucht haben zu backen. Und wir haben uns ein paar nette Getränke gekauft und dann einfach abends die ganze Zeit nur Kohaku Dagassen geguckt. Das ist so eine Sendung, die läuft in Japan jedes Jahr zu Silvester, also am letzten Abend des Jahres. Es heißt übersetzt so viel wie rot-weißer Gesangswettbewerb oder sowas. Also rot-weiß, weil es zwei Teams gibt, die sozusagen gegeneinander antreten, also das rote Team und das weiße Team. Ich glaube, das rote Team sind meistens weibliche Sängerinnen oder weibliche Bands und das weiße Team sind männliche Sänger und männliche Bands. Ich weiß nicht, warum es so Männer gegen Frauen ist, keine Ahnung, aber es war eigentlich ganz witzig, so ein bisschen einen Einblick in so die japanische Musikwelt dadurch zu bekommen. Sehr viele Idols, auch ein paar Anime-Lieder waren dabei. Japan, what the fuck? Was ich super wild fand, war irgendwie der virtuelle Auftritt von Uta. Ich habe noch nicht verstanden, wie das technisch funktioniert. Das will ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen durchlesen, weil ich das super spannend fand. Aber ja, Uta ist aufgetreten und hat die Lieder von dem Film performt. Ich fand es irgendwie weird, weil ich mir dachte, so ist es nicht voll diskreditierend für Ado, die das eigentlich wirklich singt. Aber I don't know. Die Sendung ging bis kurz vor Mitternacht und dann haben wir eigentlich nur kurz auf Mitternacht gewartet, angestoßen und sind direkt ins Bett gegangen, weil hier in Japan auch kein Feuerwerk oder irgendwas groß passiert. Man kann um Mitternacht auch irgendwo Glocken schlagen gehen oder direkt zu einem Schrein gehen oder keine Ahnung was. Aber wir wollten einfach nur schlafen und haben das auch gemacht. Am Neujahr sind wir dann auch nicht groß zu einem Schrein oder so gegangen, sondern haben das auch ein bisschen anders gestaltet. Wir hatten uns ein veganes Osechi-Set bestellt. Osechi ist ein Essen, das man zu Neujahr hier isst. Das besteht aus vielen kleinen Essen eigentlich. Also viele verschiedene kleine Sachen, die gekocht werden. Und jede dieser kleinen Sachen hat irgendwie eine Bedeutung, warum man die isst. Also das eine soll einem irgendwie Stärke geben und das andere ist irgendwie für Geld und das nächste für Glück und keine Ahnung was. Da gibt es zu jedem eine Bedeutung. Und wir hatten uns ein veganes Set online bestellt und das dann eben zubereitet. Das hat sehr viel länger gedauert, als wir gedacht haben. Wir hatten dazu noch ein paar Gemüsesachen aus unserem Supermarkt nebenan gekauft und halt dann das Ganze zusammengestellt. Und es war erstens unglaublich viel, zweitens
teilweise leckerer als gedacht. Ein paar Sachen waren nicht ganz so geil, aber insgesamt fand ich es eigentlich ganz cool, das mitgemacht zu haben. Ich habe es übrigens endlich mal geschafft, mir einen neuen Teebesen und einen Teelöffel zu kaufen. Und Matcha, den hatte ich schon ein bisschen länger. Und ich habe mir erstmal eine relativ günstige Schale bei Daiso gekauft, in der ich Matcha machen kann. Die ist eigentlich ein bisschen zu klein. Aber ich habe noch keine Matcha-Schale gefunden, wo ich gesagt habe, okay, für die gebe ich jetzt ein bisschen mehr Geld aus. Und heute zu Neujahr haben wir tatsächlich, ja, Neujahrs-Wagashi mit einem Häschen, weil heute, also nicht nur heute, sondern ab heute, das Jahr des Hasen ist. Und hier ist noch irgendwie so Kirschen oder so. Ich weiß nicht ganz, warum Kirschen. Also eigentlich sind Sakura halt oft so ein Symbol für Neujahr, warum auch immer. Aber hier ist auch eine Pflaumenblüte, also ist ein bisschen wild, dieses Set. Und nachmittags sind wir dann spontan nach Ikebukuro gefahren, waren im Nitori noch ein paar Sachen für unsere Wohnung einkaufen und dann tatsächlich im Kino und haben Suzume no Tojimari geguckt. Wirklich super spontan. Also wir sind eigentlich nur nach Ikebukuro gefahren, um zu Nitori zu gehen und der Kinobesuch war wirklich so, ja, lass halt machen, was sollen wir jetzt sonst machen? Und das war irgendwie ganz witzig. Meine persönliche Meinung zu dem Film ist übrigens, dass ich ihn besser finde als Kimi no Na wa. Nicht unbedingt von den Visuals, die finde ich in Kimi no Na wa schon nochmal ein bisschen krasser, aber vom Storytelling her und von der Story an sich hat es mir sehr viel besser gefallen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es sehr lange her ist, dass ich Kimi no Na wa das letzte Mal geschaut habe, aber ich fand Suzume no Tojimari wirklich sehr, sehr gut. Also sobald der Film in Deutschland im Kino ist, würde ich euch allen empfehlen, den zu gucken. Ich fand ihn wirklich richtig schön. Ein letztes Thema, das ich in diesem Vlog noch kurz mit reinnehmen wollte, ist das Thema Miete zahlen und unser Bankkonto. Ich hatte das im letzten Monatsvlog ja so ein bisschen erzählt, dass das gerade nicht alles so einfach ist. Und es war jetzt so, dass wir, nachdem wir die erste initiale Mietzahlung hatten, die ja schon die Miete für November mit inbegriffen hat, waren wir, ich glaube, so gegen Ende November bei dem Office von unserem Vermieter und haben nochmal per Kreditkarte die Miete für Dezember bezahlt. Dann hatten wir erstmal ein bisschen mehr Zeitpuffer, um das Ganze irgendwie zu verstehen. Und dann waren wir jetzt Mitte Dezember nochmal dort und wollten eigentlich unsere Bankkontodaten direkt durchgeben, um dann eben die Dezembermiete davon abzubuchen. Da haben sie uns aber gesagt, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät ist für Dezember und deswegen wir Dezember jetzt auch nochmal mit Kreditkarte bezahlt haben. Und ab Ende Januar wird unsere Miete dann aber von unserem Bankkonto abgebucht. Also wir haben jetzt wirklich versucht, alle Informationen, die es dazu so gibt, irgendwie zu verstehen. Und es scheint so, als könnten wir einfach von unserem Bankkonto, das eigentlich kein normales Bankkonto ist, die Miete abbuchen lassen. Aber da halte ich euch auf jeden Fall auch nochmal auf dem Laufenden, was daraus so wird. Ich glaube, das mit Kreditkarte ist erstens von unserem Vermieter nicht so gewünscht, dass das der Dauerzustand ist. Und zweitens ist es, glaube ich, minimal ein bisschen teurer, was die Gebühren angeht, die wir da dann bezahlen, als wenn wir es halt vom Bankkonto abbuchen lassen. Deswegen ist das auch von unserer Seite der präferierte Weg. Und damit beende ich den Monatsvlog von Dezember und hoffe, ihr habt wieder ein paar nette Einblicke bekommen können. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.